Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Runde Star Wars The Old Republic. Diesmal habe ich ein Gameplay dabei. Und zwar den Juggernaut. Ja, ich weiß, Tritus sieht normalerweise anders aus, ist normalerweise auch ein anderer. Ich bastel gerade so ein bisschen an meinem Account rum, muss keiner verstehen. Ja, würde mal sagen, hauen wir einfach mal rein. Dann die Frage, soll ich jetzt eben am Guard geben? Ja, dem Maro. Ich glaube, mit zwei Tanks kann das hier heute eine ziemlich lustige Angelegenheit werden. No, no. Gut, dann mach ich mal den ersten. Hey, das könnte sogar klappen, was wir hier machen. Komm schon, spring. Hey, da ist ja noch einer. Es gibt Gruppen, mit denen überlebe ich nicht mal die linke Gruppe alleine und mit der überlebe ich mal einfach beide zusammen. Ja, das ist doch mal eine nette Gruppe. Das scheint jeder zumindest mal zu wissen, was er tun muss. Das sowas geht normalerweise anders aus. Oh. Achso, ihr wollt den wieder nach da. Na gut. Und wenn jetzt noch einer, oh, der geht zählt genau darauf zu. Und da geht der kleine Bohrer an. Sehr, sehr schön. Nee, sehr, sehr schön. So macht Spaß. Gut, da lasse ich jetzt mal den Großen ran. Okay, ich gebe dem mal einen Schuss. Ein Colt-Schuss, nicht den goldenen Schuss. Nice. Den nehme ich mit. Zeug sammle ich so ein bisschen. Ach ja. Jetzt gibt es ja nur noch die. Ja, die Rüstung. Na gut. Kann man schon mal ein bisschen sparen. Soll hier dieses Kenozi, das ist doch bestimmt wieder irgendein Bug, den Praktikant oder so vergessen hat rauszufahren. Nee. Ich nehme mal an, der schickt den schlafen. Sehr gut. Wir kommen gut durch, wir kommen richtig geil durch. Ich mach mal was.
Süd. Die kurze Animation, die, oder der kurze Animationsfeld, wenn man so will, den das Spiel drauf hat. Meiner Meinung nach. Und plündern, Hacken hat er auch noch drauf. Ja, plündern hatte der ja eben schon gemacht. Gehören mal mir. Die darf der andere jetzt wieder. Komm, hopp, hopp. Und anzünden. Muss immer sein, muss immer sein. This is Battlelord Prashan to the intruders. This station is capable of pulverizing continents. Do you think about that to see us strike him? Wen willst du? Na gut, dann nehme ich den. Nochmal einen Death-Buff noch mit. Als zweiter Gang steht der Heal auf der Speisekarte. Ah, perfekt, der Kopf. Der Tankkopf, genau den ich brauche. Bei meinen Kopfgelddingern funktioniert das irgendwie nie mit dem Equipment. Da kriegt immer der Tank DD und der DD Tank. Da werden wir so nicht dran vorbeikommen, leider. Nichtsdestotrotz kann ich dem das Leben. Oh, direkt 44, da müsste ich doch auch wieder was Schönes. Ah. Nur nicht gierig werden. So, wie machen wir das jetzt? Jeder 1 oder? Ich würde sagen, ich gehe mal auf das hintere. Und nehme das aus dem Spiel. Die drei machen erstmal so schön das vordere. Ah, er hat schon übernommen. Perfekt. Ja.
Ich glaube, der hat ein paar Skills noch mehr drauf, um sich zu verteidigen. Deswegen, das dauert noch, bis meiner wieder Full Strength ist. Also das mit dem nicht über eine rote Ampel sonst passiert was, das müssen wir nochmal bereden. Aber gut. Lassen wir mal stehen. Dazu muss man jetzt auch ganz kurz nochmal sagen, liebe Kinder, liebe Menschen da draußen, denen langweilig ist, den Trick mit der roten Ampel sollte man nicht zu häufig ausprobieren, vor allem nicht, wenn Autos bereits warten, denn sonst könnte man als Matschepampe auf der Straße enden. Und ich will nichts hören davon, dass man das hätte überdenken können mit der roten Ampel, weil man das einmal bei mir im Video gesehen hat. Damit dürfte meine Schuldigkeit getan sein, oder? Of the Empire. All that power, yet you still fear us. Okay. Final. Ich wollte mal sagen. Ja, okay, dann mach ich eben den Kick auf. You will fall before me. The weakness is in your blood. Your weakness is in your blood. Ein bisschen Schutz noch für Grüppchen. Okay, da, oder dahin mit dem Schuss, ne? Den Gürtel brauche ich nicht, das schon. Und dann nach so einem schönen Run bleibt mir nichts anderes übrig zu sagen als Tschüss, bis zum nächsten Mal, weil hinzuzufügen ist ja nicht viel.